muss ich dir erst mal... Ich warte. Madam? Mr. Fry. Bereit für unseren Ausflug? Devil's Acre erwacht in Kürze zum Leben. Ich fürchte, ich muss unsere Verabredung leider absagen. Auf dem Rasen wimmelt es von skandalgeifernden Journalisten. Und ich möchte nicht gesehen werden in der Gesellschaft eines so... Ich vertreibe Sie. Sie folgen mir, wenn die Luft rein ist. Ja, ja, aber seien Sie nett. Bitte. Die Presse reagiert ausgesprochen sensibel, wenn es um Gewalt gegen Sie geht. Ich werde Ihnen kaum ein Haar auf dem Kopf krümmen. Desmond! Das gehört dir, wenn du diese Kerle dort dazu bringst, mir zu folgen. This person has just been murdered. Someone's been killed. Someone! Menschenskind, seht doch! Da ist Squire Bancroft. Ich führe sie besser in die Irre, bevor sie mich zerreißen. Mr. Bancroft! Mr. Bancroft! Was kommt als nächstes im Prince of Wales? Macht, junger Mann. Dizzy sollte sie mit den Liberalen reden lassen. Nun steht eine Ausfahrt nichts mehr im Weg. Lauf schön weiter. Da, in der Kutsche. Die Frau des Premierministers. Man darf mich unter keinen Umständen hier sehen, Mr. Fry. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Look here, I'll never be able to lift it high enough. Welch verkommener Ort. Nehmen Sie meinen Arm, Mr. Fry. Sehen wir uns an, was Devil's Acre zu bieten hat. Ist mit Ihrem Hund alles in Ordnung? Desmond geht es gut. Er mag bloß Fremde nicht allzu gerne. Oder Katzen. Wo
Wussten Sie, dass dieser Gentleman ein, wie war das ja, fliegender Händler nannte er sich? Bemerkenswert, wie die Arbeiterklasse sich zu helfen weiß. Sehr geschäftstüchtig, ganz sicher. Tut mir leid, Bischof. Ich dachte, das war die Eucharistie. Nein, tut mir leid. Ich verstehe leider überhaupt nicht, wovon Sie reden. Mrs. Disraeli? Ist alles in Ordnung? Oh ja, ich habe gerade gelernt zu pfeifen. Schön. Go on, you're embarrassing me. Oh, Mr. Fry, ich glaube, der Mann ist betrunken. Da haben Sie wohl recht, Madame. Oh, Mr. Fry, sehen Sie die beiden da? Ich frage ihn, was er ja, trinkt. Ja, sie scheinen sich... vielleicht dürfte ich lieber etwas anderes Mr. vorschlagen. Fry, ich weiß nur zu gut, was die beiden tun. Gott segne sie. Was für eine Art Fleisch verkauft dieser Mann? Fragen Sie besser nicht. Warum? Ist es etwas Verdorbenes? Ist es Ratte? Ich möchte nicht taktlos wirken in so feiner Begleitung. Aber man nennt es auch Wauwau-Geschnetzeltes. Da wären wir. Der alte Wonton Pub. Das beste Bier in Devil's Acre. Wunderbar. Ob es wohl eine Schlägerei gibt? Warum setzen Sie sich nicht? Und ich hole was zu trinken. Also das ist ein Pint, nicht wahr? Bemerkenswert. Feines Hundchen. Los, gib mir die Tülle. Wenn meine Freunde hier wären, sähe die Sache anders aus. Na also, Desmond, bringen wir dich zu deinem Frauchen. Das ich vollkommen allein in einem von Londons gefährlichsten Pubs zurückgelassen habe. Nun, wenn Sie Ihrem Vater nie gesagt haben, was Sie über ihn denken, woher sollte er es wissen? So habe ich das nie gesehen. Tief im Innern wollen wir alle nur geliebt werden. Richtig. Hier, was Süßes. Oh, Desmond und Mr. Fry. Darf ich vorstellen? Tut mir leid, wie war doch gleich Ihr Name? John, der Stroller. Angenehm. Ich bringe Sie jetzt besser nach Hause. Recht haben Sie, Mr. Fry. Komm schön mit, Desmond. Sieh mal an! Wenn das nicht der Hundeknecht ist! Na, lasst uns nichts tun, was wir bereuen würden. Lauf schön weiter! Ich muss Ihnen für einen höchst aufregenden und aufschlussreichen Abend danken, Mr. Fry. Nein, ich danke Ihnen, Madam. Vielleicht erzählen Sie mir nun von dem Mann in der Husarenuniform. Richtig. Lord Cardigan ist der Gentleman, den Sie suchen. Ein leidiger Mann, immer zu prahlt mit seinen militärischen Abenteuern. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte für ein kleines Privatgespräch? Das will ich meinen.
Erst in der Stadt, wie der Zufall spielt, um gegen das Antikorruptionsgesetz zu kämpfen. Vielleicht begegnen Sie ihm im Palace of Westminster. Auf geht's. Aber passen Sie auf, was die Regierung am wenigsten braucht, ist ein weiterer Skandal. Ich verspreche Ihnen, ich werde äußerst diskret sein. Braves Mädchen. Ihre Station, Madame. Meine Station? Oh, das ist köstlich. Vielen Dank. Danke für einen gelungenen Abend, Mr. Fry. Ich werde Sie in den höchsten Tönen bei Dizzy loben.